Ja, ich glaube, es ist schon aufgehört. Ja, es ist schon aufgehört. Aber was? Nein, nein, das ist ab jetzt. So. Ab jetzt? Ab jetzt. Okay, gut. Du hast das schon gewusst, ja. Du bist über ein Jahr nicht da gewesen. Ich weiß, es ist lange her. Ja. Jetzt ist es gezögert. Es ist grösser. Es ist geil. Schön. Yeah. Muss ich sagen, danke für die Einladung. Ja, danke. Yeah. Ich denke, du ladest irgendwann selber ein, aber... Nein, ich wollte nicht aufdringlich sein, weißt du? Du bist mit Abstand der, wo am meisten in dem Podcast ist. Das ist, gell, das ist jetzt Nummer 5, 6, irgendwie so. 6, ja. Irgendwie so etwas. Mal muss. Ja, mal, etwa, ja. Mhm. Ich wohne über ein Jahr nicht. Ja, und das letzte Mal haben wir über X-Faktor geredet gehabt. Yeah, du. Und was ist es wieder gegangen? Weißt du noch die Geschichte? Warte, ich weiß nicht, was du mir schon erzählst. Ich warte auf das Videoclip schon wieder. Nein, erzähl du es schon wieder. Also, zieh mal das Ding ab, sonst das klappt das die ganze Zeit. Also, die Geschichte ist so gesehen, ein Dude... Wieso lache ich jetzt schon? Ich weiß, dass ich es wahnsinnig lustig gefunden habe. Also, ich hab mir mal einen X-Faktor-Binge gegeben. Und die beste Geschichte ist gesehen, wie ein Dude mit einer daheim ist. Und dann kommt auf einmal ein anderer aus dem Nichts und findet so, ich mach dir jetzt ein unschlagbares Angebot. Oder irgendwie so. Und dann schmeißt auf die andere raus, die man schon dort gesehen hat. Und dann hat er mit der Neuen von der Mega rummachen und sie transferiert ihm irgendwie ganz viel Geld, irgendwie Millionen von Dollar. So. Beam die heim, lacht die einfach hin. Yeah. Und sagt zu ihm, macht ein geiles Angebot, findet. Genau. Neben dann. Und danach hat sie irgendwie auf sein Konto, können sie ganz viel Geld transferieren. Okay. Und sie machen heftig rum. Yeah. Und dann wird ihm so langsam ein bisschen trümmelig. Okay. Und dann macht er auf und ich habe mega lang, also zuerst muss ich sagen, der Christoph hat die Folge gefunden. Nein. Und das ist kein Scheiß. Geiles. Warte jetzt, er hat sie auf Englisch gefunden und auf Englisch ist die Szene, die ich dir erzählt habe, vom Schluss, ist weggeschnitten. Oh. Das heisst, dann habe ich noch mega lang müssen suchen. Auf Deutsch. Ja. Und hat dann gemerkt, wie es irgendwann wieder auf RTL 2 gekommen ist. Und ich habe so einen dummen Account. Und dann habe ich die Folge gespeichert. Und heute Morgen habe ich noch mal eine halbe Stunde gesucht, bis ich wieder an den Punkt gekommen bin. Aufwand! Weil ich gesagt habe, ich zeige dir das. Und jetzt kommt der große Moment. Achtung! Also jetzt macht er auf vom Rufmachen. Jetzt macht er auf und nach das ganze Geld. Okay. Genau, okay. Das ist verraten. Weißt du, wir verzichten auf die Partnerschaft, das habe ich eben beschlossen. Ich werde das Geschäft lieber allein durchziehen. Was? Alles weg. Was soll denn das? Am nächsten Morgen verhaftete mich die Polizei wegen schweren Diebstahls. Logisch, dass Martha mich angezeigt hatte. Aber das war nicht alles, was ich ihr verdankte. Oh mein Gott. Jetzt, die ist technisch. Die Mutter hätte mich in den Hals gebissen und dass ich mich daran erinnerte, wie sie als Fledermaus aus dem Fenster geflogen war. Der Richter meinte, ich sei verrückt, aber er irrte sich. Ich wusste, was sie wirklich war und was sie aus mir gemacht hatte. Kann es sein, dass Wakes Nachbarin wirklich ein Vampir war? Oder war sie als Trickbetrügerin einfach nur besser? Wake hatte auch tatsächlich zwei Wunden am Hals, wie man sehen konnte. Vielleicht hat er sich selbst verletzt. Und was ist mit Wakes Vampirzähnen? Waren die echt oder einfach nachgemacht? Vielleicht hatte Wake doch noch einen Joker im Ärmel versteckt und spielte den Verrückten, damit er nicht ins Gefängnis musste. Wollen wir sie mit dieser Vampirgeschichte bis aufs Blut weißen? Oder ist doch ein Tröpfchen?
Oh, Mann. Oh, Tröpfchen Wahrheit. Oh, Tröpfchen Wahrheit. Oh, wie die Bucketen weh. Oh, wie die Bucketen weh. Weil es wirklich mega schlimm ist, dass mir das geschaut haben früher und dann ist es wirklich überlegt so. Vielleicht. Ja, ja. Könnte sein. I want to believe. Ja, yeah. Es gibt Unerklärliches. Ja. Aber okay. Und irgendwann hat man sich geändert. Mhm. Oder man meint jetzt, die Erde ist flach und sie wird von Echsen regiert. Ja, und Chemtrails sind echt. Chemtrails, ja? Ja, genau. Bildungssystem. Voll. Nein. Oh, meine Fresse. Aber das Geile ist, bei den Auflösungen ist ja dann immer so, etwas Ähnliches hat sich mal in Arkansas abgespielt. Aha, ja. Und dann sagen sie, ja, es ist wahr, aber etwas Ähnliches ist mal passiert. Das macht doch keinen Sinn. Sie taucht einfach auf. Und es gibt neue Folgen. Aber von X-Faktor? Ja, jetzt rausgekommen, letztes Jahr oder irgendwie so. Von wem? Also der gleiche Mutter? Nein, der ist doch tot, doch, oder? Doch, der Jonathan Frakes. Lebt er noch? Ja. Ah ja? Mit grauem Haar und grauem Bart. Nein. Mhm. Und dann haben sie immer noch so beschissene Gute Dad-Vibes gibt es jetzt. Haben sie auch immer noch so Vampir-Zähne? Ich habe es noch nicht geschaut, aber... Aber die Vampir-Zähne, die sind... ich wusste, was ich war. Also für alle die, die nicht wissen, warum wir das jetzt geschaut haben, wir haben die letzte Folge irgendwie, ich habe geschaut heute, irgendwie, ich glaube 11. Februar. Ja. 22 bist du gesehen. Ja, wir haben fast den Schluss, gerade am Schluss. Irgendwann in der Mitte. Ja, glaube ich. Wir müssen die ganze Folge schauen. Ja, genau. Schon mal fast. Warum ich so über das lache. Ah, oh, wirklich, es hat so gute Folge gegeben von X-Factor. Nein, aber es gibt so mega viele Fernsehsünden. Ich habe einfach wirklich gemerkt, weißt du, amix während dem Kochen lässt irgendwie Fernsehen oder Radio noch laufen. Jetzt mittlerweile bei mir, ich muss ehrlich zugeben, einfach weil ich mitschwätze, weil ich einfach denke, wie dumm ist das, ist irgendwie First Dates, lasse ich immer im Hintergrund laufen. Ja. Yeah. Und dann, ich finde so, immer also los, das Deutsche? Sagen, ja, voll, wenn sie sagen, ich suche einen sportlichen Typ, er muss groß sein, eben sportlich halt und so. Und dann kommt einfach dann so 1,40. So IT-Typ mit dicken Brüllen, denkst du, ich mache das extra. Und dann muss ich dort sitzen und so tun. Und dann fragen sie, ja, wie ist der erste Druck? Eindruck? Ja, ganz okay, nicht so mein Typ, aber... Und dann sitze ich da und koche und denke, was für asoziale Arschlöcher. Weißt du, was Next Level von dem ist? Der Schweizer Love... Nein. Married at First Sight. Nein, das ist dumm. Australia. Das ist fucking dumm. Das ist, ohne Scheiß, das habe ich noch nie geschaut, aber beste, das beste Fernsehen. Nein. Das beste Reality-TV, das ich jemals geschaut habe. Ich habe gedacht, Love is Blind und so ist top. Love is Blind sind sie nackt, oder? Nein. Was ist das? Love is Blind sind sie in so Pods. Yeah, sie sind in so Räumen und sie sehen sich nicht und sie haben die ganzen Dates. Aha, und dann können... Gott, so ein Ding so vor. Nein, ist das. Das ist nochmal Next Level. Yeah. Das war England gewesen, ja. Eigentlich irgendwann ist durchgesetzt. Das heisst irgendwie Naked Attraction. Ah, Naked Attraction, ja, genau. Nein, Love is Blind ist wirklich, sie sehen sich nicht. Und sie sind die ganze Zeit am Daten. Und weißt du, ganz viele verschiedene. Ja, immer so. Was sind sie am Daten? Ja, es sind irgendwie, keine Ahnung, 20 Frauen, 20 Männer. Und auf jeden Tag ist immer so, dann redest du mal mit der und dann redest du mal mit dem. Aber du siehst ja noch. Eben nicht. Also sie ist so einen? Ja, sie hat so eine komische Milchglaswand, die so blau schimmert. The fuck? Und dann sind sie halt dort auf dem Sofa, ganz entspannt. Und irgendwie. Und einfach ein Milchglas ist dazwischen. Ja. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo sie oder er der anderen Person einen Heiratsantrag macht. Und erst dann dürfen sie sich sehen. Also, what? Ja, wenn sie sagen, wir heiraten. Das ist der dumbest Shit. Und dann sehen sie sich und dann verbringen sie Zeit miteinander. Und irgendwie so nach 4 Wochen oder wie viel auch immer gibt es eine Hochzeit. Ah, okay. Ja, wo sie dann Ja oder Nein sagen. Und du lässt die ganze Familie ein. Alle sind dort. Ah! Oh, und es gibt zum Teil so gutes Drama, wenn dann irgendjemand Nein sagt. Ich wollte gerade sagen, meine Mutter Zeug schmeißen. Was machst du für Scheiße, Mann? Und Married at First Sight? Ich glaube, du siehst einander und gerade ja oder nein.
Oder? Das sagen alle ja. Das ist Teil vom Experiment. Und das Geile ist... No. Das Geile ist, dort hast du three relationship experts. So. Wo eben, weißt du, sie sind... Darum matchen sie. Sie matchen eben, was die Leute brauchen und so. Und... Mhm. Und dann wohnen sie zusammen und dann gibt es jede Woche gibt's irgendwie wieder Entscheidung, so stay or leave. Ja. Aber warte. Aber sie tun schon das, was du schreibst, so quasi, ja, ich möchte so und so einen Typ. Sie schauen schon, dass es eigentlich stimmt. Hey, aber zum Teil nicht. Oh, zum Teil sagen sie, das ist das, was du jetzt immer gehabt hast und es hat nicht funktioniert. Mhm. Drum. Ist jetzt etwas völlig anderes. Oh, that's fucked up, dude. und wir haben jetzt, Janik und ich haben jetzt irgendwie, ich glaube, 25 Folgen haben wir. Es geht auch Ewigkeiten. Ganz Australien schaut der Scheiß, gell? Es ist wirklich, es geht Ewigkeiten. Es ist immer eine Stunde und es ist nochmal eine Stunde und nochmal eine Stunde, ja? Wir wollen irgendwie seit 2 Jahren, wenn wir mal alle Lord of the Rings Extended schauen. Das weißt du, jetzt sage ich immer so, sehen, oh, ja, es ist schon, pff. Weißt du, das ist schon Commitment, ja. Und dann auf einmal, jetzt schauen wir die 26. Oh mein Gott. Und bleiben die Leute eigentlich zusammen? Von diesen 26 Folgen, wie viele Leute sind jetzt immer noch zusammen? Ein paar sind schon gegangen. Ja, logisch. Ein paar, hast du das Gefühl, es könnte wirklich klappen. Und ein paar haben so Probleme, wo mal mehr sind, mal weniger. So. Aber die Leute sind wirklich, also es ist legal. Also das heisst, du bist wirklich verheiratet. Ja, es gibt noch, da bin ich nicht sicher, ob sie dann wirklich schon verheiratet sind oder ob sie auf die Hochzeit gehabt haben. Okay. So. Aber es passiert grossartiges Zeugs. Ich kann mir also wirklich vorstellen. Irgendwie, es fängt an, die ersten zwei denkst du so, wow, die sind einfach made for each other. Ja. Weißt du wirklich, du heulst fast, es ist so schön alles. Und so. Und ich kann mich die gar nicht vorstellen. so mit dir. Und die zweite Hochzeit ist schon irgendwie, ich habe ihn schon gesehen, ich weiß, dass er vor einer Woche noch eine andere datet hat. Oh, god damn! What? Ja, so. Ich sehe, wir machen den Motherfucker. Und eine ist grossartig gesehen, eine ist irgendwie so, ich weiß nicht, was sie, 42 ist oder so, und sie redet nur über Sex. Oh, geil. Aber nein, nicht geil. Aha, wirklich, schon einfach so, okay. So wirklich. Er ist ein mega netter Dude und irgendwie sagt so, wow, als ich sie das erste Mal gesehen habe, ich habe gerade so eine Connection gespürt und sie so, oh, I think he's like Thor. I hope his hammer is as big as Thor's hammer. Oh, wei, ich kann es mir wirklich vorstellen. He should put the hammer down. Ja, wirklich. es geht nur um das, egal was. Okay. Irgendwann sagt er, du hast mir noch keine Frage gestellt. Und sie ist einfach nur über Bumsen. Show me your dick. Aber wir haben es nachher Bums, oder nicht? Ja, sie haben den. Und dann irgendwie nachher will sie halt die ganze Zeit und auch irgendwie nicht so. Er will irgendwie emotional connection aufbauen. Und dann nachher irgendwann trennen sie sich. Jetzt musst du es schauen. Married at First Sight. Australia. Das ist die 10. Staffel jetzt. Mit der haben wir angefangen. Ja, die 10. Staffel. Yeah. Es gibt 10 Staffeln. Leute sind obsessed und ich verstand warum. Es ist wirklich. What? Wirklich? Mhm. Ich kann es fast nicht vorstellen. Das ist wie Navy CIS. Das ist 12 Staffeln. Ich denke immer noch, who is watching this? Das habe ich mir aber auch gefragt. Ich kenne niemanden, der das jemals geschaut hat. Nein, also ich habe, glaube ich, eine Staffel sicher mal geschaut. Aber ich glaube, sonst nie. So, ja, so ein bisschen CSI Miami habe ich 3-4 geschaut. Einfach immer wegen. Nein, da habe ich nicht. Wegen. immer am Anfang sagt er irgendetwas und dann zieht er seine Brille ab. So. No. This was an accident. This was. Murder. Geht auf YouTube ein guter Supercard. Ja. Ich habe noch nie gesehen. Was schaust denn du jetzt gerade? Serie? Ja, irgendetwas. Eigentlich keine im Moment. Ah, nein, doch, das wurde dumme, der Schwarm. Schwarm? Schwarm oder so? Irgendetwas im Meer will uns Menschen nicht mehr im Meer haben und infiziert alle Tiere und die Tiere greifen die Menschen an. Weißt du, Wale, Hai, Delfine. Mhm. Und dann, wenn Menschen die Krankheit dann bekommen, sterben sie dann auch. Sehr dumme Art und Weise. Und das Problem ist, es hat nur 6 Folgen, und wenn du schon, oder 8, und wenn du schon 3 geschaut hast, dann findest du,
jetzt muss ich es fertig schauen. Mhm. So. Und ich bin schon 3-4 Folgen drin. Ich kann es nicht. Es ist so dummes Zeug. Die Frau ist am Strand. Gell? Vögel fliegen ihr entgegen. Nicht 3-4, 200 Vögel. Mhm. Und dann schaut sie so und macht, oh, was ist hier los? Tsunami, Motherfucker. Du weißt, dass ein Tsunami kommt. Und dann steht sie immer noch dort und Wind kommt und alle Leute stehen auf und du findest, are you guys serious? Und wenn die Szene 30 Sekunden wird gehen, okay, aber sie bauen es verdammt lang auf, irgendwie 4 Minuten lang. Es ist die Kinder am Rennen und dann sagst, oh mein Gott, das zeigt einfach den Tsunami. Und dann endlich geht das Wasser dann weg. Mhm. Und dann merkt sie, oh mein Gott, Tsunami. Dann fährt sie ja vor Rennen. Und denkt sich, ein Kollege von ihr steigt ins Auto rein. Sie ist 2 Meter entfernt. Du siehst immer Wasser. Dann macht sie, warte auf mich! Und dann schaut sie so in den Rückspiegel und macht. Krass, und du denkst, du hast können warten. Sie macht 2 Sekunden. Und dann steigt sie ins Auto ein. Anstatt losfahren, läutet sie ihren Ex an und sagt: Hallo, ich wollte dir nur sagen, ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Dann kommt die Welle. Denkst du, what the? Nein, ich kann nicht. Ist denn tragisch? Es ist so dämlich. Nein. Aber ich bin schon drin. Ich bin in 3 Folgen drin und jetzt muss ich jetzt den Rest schauen. Okay, das ist das Einzige, was du jetzt geschaut hast. Ja, im Moment. Und eben die. First Dates. Und sonst. Was ich sehr schräg finde, es ist so schräg. Ab und zu, wenn es mir langweilig ist, irgendwie um 2 Uhr am Morgen, schaue ich Google Box. Kennst du das? Ey, ist das das, wo andere Leute Fernsehen schauen? Ja. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr ab diesen Leuten. Gogglebox. Ist das Gogglebox? Yeah. Gogglebox? Yeah. Nein, und irgendwann hast du die Leute gern. Und irgendwann fragst du mich, wie sehe ich aus, wenn ich Fernsehen schaue? Ich weiss, wie du aussiehst, wenn du Fernsehen schaust. Du machst auf der halben Stunde lang. Gut, dass wir die Leute nicht erklären, was wir geschaut haben. Das haben wir geschaut, die Mumie, denkst du was? Ja, die Mumie. Aber der Neue mit dem Tom Cruise. So dumm. Ich mache immer dumme Geräusche, wenn ich Fernsehen schaue. So. Und das ist irgendwie weird. Mit der Zeit hast du die Leute mega gern. Das habe ich nie verstanden. Ja, habe ich nie verstanden. Ab und zu hast du die Leute mega gern, wie sie schauen etwas und dann kommentieren es. Und dann du merkst einfach kulturelle Unterschiede, Gesellschaftsschicht. So etwas mega einfaches, banal. Und dann merkst du einfach, wie gewisse Leute das einfach anders sehen. Es ist eigentlich wie auf YouTube so Reaction-Videos, oder? Theoretisch. Einfach in einer Sendung. Es hat eine Zeit lang ist bei mir im Feed auf der Startseite von YouTube sind die ganzen Black People gekommen, die zum ersten Mal Bill Burr schauen. Und sie hat immer wirklich so, weißt du, so hunderttausende, Millionen Views. Und sie sehen auf irgendein Bill Burr-Bit zum ersten Mal. Und? Haben sie positiv zu... Ja, sie frecken. Ja. Oh, ja, klar. Okay. Okay. Nein, Google Box ist im Fall nicht so schlecht. Und sonst bin ich einfach eben Doku fixiert. Immer noch, bis heute. Ja. Yeah. Ich schaue einfach Dokus im Hintergrund laufen. Zum Teil lernst du Sachen, die du brauchst, zum Teil lernst du Sachen, die du nicht brauchst. Ich habe nicht gewusst, dass du mit Tampons hure viel kannst machen. Das ist eine Doku gelernt. Ja, wirklich. Was ist das für eine Doku gewesen? Ich krieg einfach über Megafabriken. Aha. Eine Zeit lang habe ich geschaut, noch schnell, so die härtesten Gefängnisse und weißt du, so Zeug. Oh nein, das kann... Ey, mein Gott. Ich hab einen guten Freund gehabt, wo im Gefängnis war, außerhalb vom Gefängnis gekommen und dann hat er Gefängnis-Dokus geschaut. Wo ich nicht. Ja, genau. Da habe ich auch immer gedacht. So, hä? So, du hast deine Freiheit wieder, aber schau, die härtesten Gefängnisse. Und zum Teil habe ich das auch mitgeschaut. Ja. Yeah. Nicht meine Welt. Also ist das für uns, wie wenn man irgendwie so Dokus schaut über verschissene Hotels und dann denkt, ja. Okay, in dem Dump, den ich letzte Woche gesehen habe, dem Auftritt, ist nicht ganz so schlimm. Ist nicht ganz so schlimm wie das. So wie... Hotel Hell mit dem Gordon Ramsay. Für mich ist absolut einer von den schlimmsten Hotels. Ich nenne nicht welches Hotel, ich nenne nur den Ode, das war ein La Bund. Nein, das ist so eine dumme Dusche noch nie in deinem Leben gesehen. Sie haben die Wand so gebaut, dass wenn du duscht hast,
da war der Vorhang, deine Schulter ist genau unter die Wand gekommen und das war der Platz. Jetzt. Dein Kopf und du hast den Kopf einfach da. Du hast mir das Video geschickt. Ja, ja, stimmt, das ist geschickt. Oh mein Gott. Okay, was kann man jetzt mit Tampon machen? Außer in Wodka dunkeln, das weiß ich. In Wodka dunkeln und in Arsch reinstecken, haben viele Teenies gemacht, um schnell besoffen sein. Du kannst Schusswunden verstopfen. Ja. Yeah. Du einfach den Tampon reinsteckst und wartest, bis es grösser wird. Du kannst Feuer machen. Wie? Tampon unter den Holz und anzünden. Ja, aber dann musst du schon Feuer haben. Ja, nein, ja, ich weiß, aber es hilft. Kannst du nicht Feuer machen? Es hilft als Verbrennen, sag ich mal. Ich habe noch nie den Bear Grylls gesehen. Here we are, in the total wilderness, and the only thing I have is a tampon. Let me make some fire. Das habe ich noch nie gesehen. Das wäre, weißt du, wie geil. Eigentlich würde es schon gehen, wenn du so eine Lupe Glas hättest. Und so. Ja, vielleicht kannst du gut viel fangen. Ja. Das, was ist das? Du kannst es, können brauchen als Falle für, kleine Tiere. Ich muss die Doku noch mal schauen, aber es ist mega viel. Okay, und das haben sie in der Fabrik erzählt, oder was? Nein, sie haben sich gezeigt, wie Tampons gemacht werden, in welcher Menge. Ja. Weil du überlegst es nicht wirklich. Also ich glaube, über 50% von der gesamten Weltbevölkerung sind ja Frauen. Mhm. Die haben alle im Monat, ja, also die meisten. Ja. Und ja, da musst du vorstellen, wie viele Tampons produziert werden. Mhm. Das ist wirklich krass. Ich habe so, oh shit! Und ich überlege eigentlich, it's a lot of fucking Tampons. Mhm. So, und dann haben sie dann so gezeigt und dann sind sie eben auf Special Forces gekommen, dass sie auch zum Teil 2-3 Tampons mit sich nehmen im Krieg. Da ich denke, what? Und dann jetzt einfach zeigen, was? Dann ich denke, yo, was kind of Duck ist das? Panzer. Das ist Leute im Panzer. Sie haben irgendwelche ARs dabei und solche Sachen und der eine sagt, warte schnell. Ich weiß einfach nicht, wie viele Russen dankbar jetzt sind für die Tampons jetzt im Moment. Like crazy. Ja, aber meistens auch Weltall-Dokus. Ja. Yeah. Das ist immer noch mein Ding, Mann. Ja. Yeah. Ja, bis heute. Ich habe es mit dem Reto davon gehabt, dass ich vor ein paar Monaten zum ersten Mal in meinem Leben Interstellar gesehen habe. What? Nah, und, bruh. Und das ist für mich der beste Film. Fam, du hast es jetzt gesehen. Ja. Wirklich? Ja. Wow, also das ist der Film. Also, allein schon die Musik. Ein bisschen Mindfuck, wenn man irgendwie Time Travel nicht so. Nein, eigentlich nicht, oder? Es ist ja. Sie behaupten, es ist ja theoretisch alles möglich in dem Film. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie sie irgendwelche Scientists als Berater dabei haben. Ja. Und Christopher Nolan hat eine Szene machen, wo dann eben der eine Berater gesagt hat, das ist nicht ganz, möglich. Ja. Und danach hat er sie rausgeschnitten. Oh wow. Ja, wow. Ja. Nein, ich finde schon, nein, das ist einer der besten Filme überhaupt. Wirklich. Yeah. Geht mega lang. Ja, du bist... Ja, 3 Stunden, aber so. Tenet so habe ich mega cool gefunden. Da muss ich eben noch schauen. What? Mit Nolan, ohne Scheiß, mit Nolan-Filmen lasse ich mir immer ein bisschen Zeit. Also, weil, Zeit? Oh, es ist oft, ich weiß, es macht viel mit mir. Ja. Nein, es ist, der Film hat mich, ich glaube sicher, jetzt mittlerweile 6-mal geschaut. Ja, man muss mehrmals schauen, gell? Muss mehrmals schauen. Ja. Weil dann ist dann, wenn die Sachen im Hintergrund auffallen, kleine Zwischensätze. Keine Spoiler, keine Nein, Spoiler. Nein, und dann sind mega viele Easter Eggs. Mit wirklich mit der Zeit fast verloren. Jedes Mal findest du noch Easter Eggs. Und ich liebe es, so Filme. Ja. Dass du immer wieder kannst dann schauen und findest schon, geil. Zum Beispiel bei, der neue James Bond, jetzt eben der Daniel Craig, also neu. Yeah, auf der letzte. Ja, der letzte, den habe ich jetzt viel geiler gefunden als die vorher. Wirklich? Ja. Nein. Mal. Alle, nein, Pierce Brosnan. Alles hat er. Ja, klar. Hat Leute, ja, hat er Leute gesehen und dann hat er sie nicht umgebracht und du hast gefunden, you're James Bond, kill those motherfuckers. Weißt du, wie ich also, meine? Ich hatte Daniel Craig als Bond super gefunden, aber ich auf der letzte. Der letzte Film? Ja. Ah, nein, das habe ich schon dann schon. Dürfen wir spoilern? Da habe ich schon recht schlecht gefunden. Dürfen wir spoilern? Hast du unterhaltsam gesehen? Ja, wenn wir es ankündigen. Nein, 3, 2, 1, büb. Ja, Spoiler alert.
he dies. The fuck. Und er heißt No Time to Die. Ja, das ist wirklich so. Und dann hätte er noch eine Tochter und dann kann er sie nicht mehr kennenlernen. The fuck is this shit? Where are they going from here? Ich weiß es nicht. So, was machst du denn? Bringst du einen Black Bond? Oh, die Welt wird brennen. So wie der Little Mermaid, wo sie schwarz gemacht hat. Ja, ja, ja. Er hat meine Kindheitscartoons kaputt gemacht. So, es ist eine fiktive Figur, sie kann. Egal, welche Hautfarbe sie. Es ist unlogisch. Wahrscheinlich wäre es gegangen, wenn sie rote Haare gehabt hätte. Ja, fuck. Oder nicht ein halber Mensch gewesen wäre. Gott, so dumm. Nein, ich habe mich wirklich gefragt, was machen sie jetzt mit dem neuen Bond? Hey, I don't know. Weiß auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, aber die schwarze Bond-Frau oder alle Frauenbesetzungen habe ich mega cool gefunden. Yeah. Im letzten Film. Sie sind nicht alle so, oh mein Gott, hilf mir. Das ist so badass. Mhm. Badass-Chicks. Das ist cool gewesen. Schmal nicht so, oh, ich bin James Bond, oh, Bumse. Es ist schon ein bisschen woke geworden. Ja, es ist woke geworden, also ich bin James Bond, Bumse, no, I'm gonna kill you. Stab. Nein, aber am Anfang ist es irgendwie noch, wegen seiner Ex-Freundin ist irgendwie noch traurig. Oh nein, das ist so blöd. Und dann geht er ans Grab und dann hat explodiert. Oh, wie hätten die sollen wissen, wenn er zum Grab geht? Und nicht nur das. Wenn du den letzten Film gesehen hast, nach all dem, was die zwei durchgegangen sind, wegen einem kleinen Indiz, Leute sie? Nein. Hey, aber so Zeugs, du denkst, das kann nicht echt sein. Ja, dann schaust du Married at First Sight Australia. Ja, und dann denkst du. Und dann merkst du, okay. Doch. Ohne Grund gibt es jetzt mega viel Drama. 10 Staffel! Ich kann es nicht glauben. Wow. Mhm. Weißt du, es ist so bad shit crazy, dass ich es würde schauen wollte. Ah, du musst. Es ist ohne Scheiß. Es ist, muss man nüchtern sein. Es ist das beste Reality-TV. Nein, musst nicht. Ich habe einfach Glas Wein aufmachen, kommt rein und dann einfach schauen. Yes. Wo schaust du das hin? Ich habe einen Kollegen, der kann so Links besorgen kann. Der Cenk nennt ihn Aramis. Ja, okay. Der Musketier von der Downloads. Von den Downloads. Ab jetzt immer, ah nein, du kannst sicher auf Watch Siri. Ah nein, ich sag die Webseite nicht. I'm not going to incriminate myself. Nein, ich meine, streamen kann man ja. Aber die muss auch die Sky. Man darf einfach nicht sharen. Man darf nicht sharen. In der Schweiz. Ja. Aber du darfst. In der Schweiz ist es immer noch nicht illegal. Das ist kein Problem. Das stimmt. Okay, nein, dann. Ich will es schauen, ich finde Season 10, Episode 1. Ach, das ist schon crazy. Es ist so absolut gut. Crazy. Ich will wissen, ob die Leute vertraglich wirklich verheiratet sind. Weil dann ist es ein ganz anderes Spiel. Dann verstehe ich, warum du nicht gerade beim Altar Nein sagst. Ja, wahrscheinlich kannst du dann auch wieder annullieren und so. Ich weiß aber, irgendetwas muss dich doch binden, dass du weißt, okay, es ist vertraglich dort, dann bist du mehr. Ja, es ist halt, was du halt merkst, ist, die Leute, ein paar sind wahrscheinlich auch ein bisschen fürs Fernsehen dort, aber viele sind wirklich so, ich habe nie Glück in Beziehungen, es hat nie geklappt und so. Ja. Und sie vertrauen eben denen Experts, oder? Wow. Und einfach, es ist so emotional geladen, dass du an deine Hochzeit gehst. Und einfach, wie es aufgebaut ist, dass du in dem Moment, es ist immer der Mann, ist immer schon dort, oder? Und dort merkst du halt schon so ein bisschen. Sitzt deine ganze Family schon dort? Alle sind schon dort. The fuck? Und der Mann kommt, der Ehemann kommt, und dort merkst du immer schon so ein bisschen, wie sie sind. Weil zum Beispiel, weißt du, einer ist dann so, hallo, bist du die Mutter? Ja, freut mich sehr, weißt du, so, oder? Und es gibt so vielleicht so kurz Smalltalk. Okay. Und wenn die Brut dann kommt, dann muss der Mann immer noch schnell so sein. Hi. Und dann dreht er sich um, dann sehen sie sich zum ersten Mal. Magische Musik und... Ja, und dann gibt es Instant Connection. Oder eben auch nicht. Ja. Und, aber es ist schon, weil es eben so emotional geladen ist und weil sie irgendwie Vertrauen haben in die Experts. Den oder? Machst du es, ja, und bei vielen siehst du eben wirklich, wie sie gerade so, wow. Wow. Ja. Und bei vielen merkst du dann gerade, sind schon Leute, bevor sie zum Altar gelaufen sind, schon weggelaufen? Nein. Noch nie? Noch nie? Also ich weiß nicht, ob noch nie, aber okay, in der 10. Staffel nicht. Okay.
In der 10. Staffel nicht. Und nachher gibt es, weißt du, Wedding Reception. Nachher ist wirklich noch die ganze Hochzeit mit Essen und dem ersten Tanz. Mit Menschen, die... Nein, das ist doch krank. Das ist krank. Mit Menschen, die du nicht kennst. Nicht. Es ist so geil. Es ist wirklich... Gibt's Fights? Yeah. Aber ich meine so Physical Fights. Habe ich bis jetzt noch keinen gesehen. Okay, aber es gibt natürlich so Overprotective Brother. Oh, weißt du, wo dann so noch schnell Real Talk muss haben. Und weißt, aha, er nimmt auf sie, du. Uh-huh. Oh, bist du für die richtigen Gründe da? Ja, weißt du. Money and Fame. Die Fresh ist genau weg dem da. Und es sind Aussies. Weil es Australier sind. Es ist einfach insane. Das ist crazy. Mhm. Aber du musst ehrlich sagen, es ist genial. Die Leute, die auf solche Ideen kommen für so Sendungen, sind eigentlich Geniuses. Ja. Yeah. Wenn du überlegst. Ja. Yeah. Es ist so bekloppt, dass du nie im Leben denkst, also irgendwelche Leute würden ja sagen. Aber trotzdem ist es so crazy, dass Leute eben würden ja sagen. Mhm. Genius. Absolut genius. Das ist richtig gut. Ja, das ist richtig gut. Okay, und was hast du sonst für Dokus gesehen? Das sind Mini-Dokus und du lachst Weltall-Dokus. Nein, sonst über also allgemeine Weltgeschehnisse im Moment. Seit Covid interessiere ich mich immer mehr für Geopolitik. Also was einfach rundum passiert in anderen Ländern, wie es uns dann beeinflusst im Moment. Ein bisschen boring, aber notwendig. Vor allem eben, wenn ich eben gesehen habe, das von dieser Bank. Ich habe kurz Krise gehabt, gell? Weil ich denke, nein, nicht schon wieder so eine Krise. Und dann gibt es eine Finanzkrise und irgendwelche Leute finden dann, ja, nein, wir müssen davon sparen und Leute gehen nicht mehr Shows schauen. Dann hätte ich gedacht, nein, schon wieder der Scheiß. Mhm. So einfach das Cycle again. Aber, zuerst haben wir gedacht, mit dem Strom. Es hört nicht auf. Schon losgegangen. Nein, es hört nicht auf. Und sie denkt dann, okay, irgendwann haben Theater keinen Strom mehr. Ja, genau, ja, das ist das. Nein, zuerst war es Covid weg. Also irgendwie seit Covid habe ich wirklich das Gefühl, es geht in allen Monaten. Ist einfach irgendetwas fucking crazy. Covid weg, Krieg in der Ukraine, einen Monat später Monkeypox. Ein paar Monate später, hure heißer Sommer mit Feuer. Ein paar Monate später, Roger Federer hört auf mit Tennis. Ja. Yeah. Weltuntergang für Südafrikaner und Twitter. Mhm. China schickt Geburtstagsballon über den Pazifik mit Kameras dran. Tönt so, als würden wir nicht wissen, dass sie sind. Und jetzt das mit der Banken. Sind Aliens gesehen? Ja, voll sind Aliens gesehen. Mhm. Ja, mit Jewish Aliens mit Lasers. Und jetzt das mit der Banken. Eben, und dann eben Strom. Wir werden keinen Strom haben. Benzin geht auf. Irgendwie so. Stop. Fucking stop. Aber du hast eine Tour, die mega gut läuft. Also. Ey, ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Vor ein paar Wochen habe ich gedacht, oh ja, ist okay. Aber dann haben wir geschaut, bis glaub Ende April sind die meisten Shows fast ausverkauft. Ja, yeah, so. Es ist weird. Es ist mega weird, irgendwie nicht mehr das Management müssen haben und irgendwie alle zwei gesagt, hey, du musst Werbung machen. Einfach mal das nicht mehr. So, ja. Okay, jetzt kannst du mal chillen, aufschreiben, konzentrieren. Ist geil. Ich würde sagen, geil. Und es zeigt sich einfach, dass die ganze Arbeit, die schlaflose Nacht, vor allem während Covid, hat sich jetzt gelohnt. Ja. Yeah. Weil währenddem habe ich die ganze Zeit gedacht, so, alle anderen haben gefunden, also viele, so, nein, ich mache nichts. Und wir haben ja immer noch Online-Shows ja gemacht, weil wir denken, es bleibt bei Leuten wieder im Kopf hin. Yeah. Nach Covid dann würde ich sagen, hey, machen wir es doch live und all das Zeug. Und das hat sich dann gelohnt, obwohl es mega hart war. Eben, die Leute, die einfach in den Chat geschrieben haben, ha, 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 ha. So erwerblich. Aber was ich krass finde beim Phänomen Ausverkaufen, ist, wie einfach so ein paar Wochen vorher, vor allem wenn es einen Saalplan gibt, wenn du effektiv den Saalplan siehst. Ja. Und wenn so ein paar Wochen vorher langsam Tickets gehen, wie dann auf einmal viel mehr Tickets gehen, ja. Weil die Leute wie sehen, oh, es hat nicht viel, ich muss jetzt kaufen. Ja, das ist schon ein schreckliches Phänomen. Es geht entweder in die Richtung oder in die Richtung. Ja. Es ist also richtig krass. Entweder hast du das Gefühl, der Saal bleibt oft leer, oder er wird
bumsvoll. Ja, also wir haben gemerkt, irgendwie, egal, also weißt, wir haben auch Shows mit irgendwie nur 100 Plätzen, sobald zwei Drittel gefüllt ist, irgendwie zwei Wochen vorher, wie du sagst, dann fängt es an. Dann ist es so, oh nein, ich muss kaufen. Genau. Oh nein, ich muss kaufen. Oh, es ist zwei Wochen. Dann, aber wenn du knapp in der Hälfte bist, entweder musst du mehr Werbung machen. Oder gut Glück, wie du sagst, either goes or it doesn't. Ja. Aber nein, ist cool. Aber ich hatte eigentlich wie 2024 Herbst wird das neue Programm kommen. Oder Frühling 25. Aber ich würde... Oder Frühling. Herbst 25, oder? Herbst 25. Ja, oder Frühling 26. Ja, nein. Ich glaube schon 25 Frühling spätestens, weil ich möchte vielleicht ein halbes Jahr schon noch auftreten, aber noch andere Sachen machen, um Inspiration zu haben. Oder dass wir mal wieder machen, reisen. Das wäre schon geil. Ja, du, Familienverhältnis, mach es nicht so einfach. Das stimmt. Aber es wäre schon geil. Vor allem, du hast auch jetzt am Samstag deine Daniere. Ja. Yeah. Komisch, ne? Ja, also die ist, bis der kommt, ist die schon gesehen. Ah ja, ist schon gesehen. Bis der Part kommt, ja. Okay. Und das ist sicher geil gesehen. Und im Herbst kommt das neue Programm. Ja, okay. Was ist, was ist der Name schon wieder? Was vom Neuen? Ja. Zero. Ah, Zero, stimmt. Ja. Nein, freu mich. Aber, oh Mann, I can... Nur... Das Gefühl wieder von einer neuen Show, oh, die Nervosität wieder. Gestern habe ich richtig, richtig Probleme gehabt, einzuschlafen. So richtig. Und ich habe mega lange überlegt, so, was ist es, wieso, und ist irgendwie alles okay und da. Und dann habe ich so gemerkt, ich habe eben in ein paar Tagen Derniere und mein Hirn ist einfach so polt, dass ich bis zur Derniere vom Programm habe ich das Gefühl, ich habe noch Ewigkeiten Zeit. Und sobald das Programm abgespielt ist, bist du so, jetzt kommt das Neue und irgendwie müssen wir das erarbeiten. Und ich glaube, zu wissen, dass es wegen dem war. Ich hoffe es. Weil ich hasse, dass zwei Monate vor der Premiere ist. Für mich finde ich die zwei Monate am schlimmsten. Ja, aber es ist ja schon ein geiler Prozess, weil du hast eben... Im Nachhinein, Du hast alle die Hochs und Tiefs in der Erarbeitung, wo wirklich am einen Tag hast du das Gefühl, das ist der grösste Track ever. Und am anderen Tag findest du dann so, what? Ja, das ist so viel besser als das Letzte. Und dann geht es wieder zurück. Und dann hast du ein Tryout und verzweifelst, weil du denkst, I don't think this job is made for me. Obwohl du es irgendwie 10 Jahre lang machst, du zweifelst. Ich glaube, das ist ein mega... gute Therapie, ob du es willst oder nicht. Ich glaube, viele Leute sehen nur die Witze und sehen nicht, dass du zwei Monate lang, nein, oder ein halbes Jahr du befassest dich mit dir selber. Dass du hinterfragst, wer du bist, wieso du die Witze überhaupt schreibst, was du könntest machen, wenn es schief läuft. Und Selbstzweifel und du lässt mega viel Kritik zu. Das finde ich krass. Ja. Yeah. Weißt du, dass mega viele Leute können die monatelang sagen, wie scheiße dass du eigentlich bist. Ja, und vor allem, wenn Tryout-Phase ist. Genau, eben, das finde ich mega so hart. Ja. Zwei Wochen vor der Premiere. Und dann finden die Leute so, nein, finde ich scheiße die Show. What? Ich bin viel gut Comedian, habe in Luzern einen Tryout gehabt. Ja. Und der Tim ist gekommen, der Albi ist gekommen und der Danny ist da gewesen. Und halt einfach so. Also, ja, einerseits Management und andererseits andere Leute. Ja. Und nachher bist du auf so eine Stunde dort und sie sagen, du lieb, wie eigentlich alles kacke ist. Und du bist wirklich so, ja, okay. Und dann kriegst du aber so die innere Hoffnung, wo du sagst, okay, ich verstand, warum es heute kacke war, aber ich glaube, der Sense ist trotzdem gut. Ja, voll. Und dann kommt irgendwie eine Woche später in Vaduz, ist der Team nochmal gekommen und er hat gesagt, jetzt ist es mega geil. Und dann denkst du so, ups and downs. ups and downs, Alter. Oh Gott, ey. Ja, das ist nicht so wie Married at First Sight. Du kannst nicht einfach weglaufen. Nein, dort läufst du auch nicht weg. Nein, dort läufst du auch nicht weg. Das ist eben auch voll an. Da zeigst du eben, das machen wir jetzt. Aber es braucht es. Also ich meine, ich bin froh, habe ich schon einen Termin. Ich bin froh, habe ich einen Premiere-Termin. Und das, was du mir mal erzählt hast, das fange ich jetzt so langsam ein bisschen an spüren. Was nämlich so? Der Druck, den man sich selber macht. Mm, weil jetzt zum Beispiel Ticketverkäufe,
auch schon viel besser sind als bei den letzten Touren. Okay. Das heisst irgendwie so, früher hast du oft so, ja klar, hast du mal alles online gehabt, ja. Und dann hast du mal erarbeitet, jetzt sind mal vielleicht 2 Tickets dort gegangen, weißt du so. Ja. Und jetzt merkst du, oh, es sind schon ein paar Tickets weg. Es sind schon 20 und so. Und dann bist du so, they want to see a show. Ja, und du bist so, hey. Das ist das, was ich habe. Ich bin Joel. Haha. X-Faktor. Ja, also beim Sven davon gehabt, am Schluss zeigst du auf irgendwie so lustige Clips. So, hey, das schaue ich gerade auf Netflix. Es sind nicht mal Misswunder, das sind 2 Schnitte. Oh Mann. Aber ich bin froh, haben wir über ein Jahr können warten, bis ich dir das zeige. Ja, das finde ich geil. Ich finde der geil, jetzt auch und ich bin wirklich, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich so, oh fuck, ich muss den Clip finden. Ich finde es geil, dass du das noch gewusst hast, weißt du, heute Morgen. So. Das ist das Wichtigste an dem Podcast. Man muss jede Geschichte... Kontinuität. Ja, jede Geschichte muss zu Ende gebracht werden. Das ist meine einzige innere Regel, die ich habe. Ja. Das vor allem wenn sie so ADHS-Gespräche sind. Ja, das ist wohl so wie heute. Eben ja. Und, ich kann es vielleicht sagen. So. Ich habe bei uns zwei, das ist wohl schwierig. Ja. Und noch schlimmer bei Matteo. Das ist dann oft so. Also, was du vor einer Stunde mal angefangen hast, das müssen wir noch schnell zu Ende bringen. Und das Gleiche über Podcasts drüber. Das heisst eben, wenn dort etwas angekündigt worden ist, dass man das dann auch zu Ende bringt. Ja. Oh, wow, das ist das einzige Ziel, das ich habe. Okay. Aber das muss ich immer merken, von jedem. Ja. Wow. Darum weiss ich nachher nichts mehr. Weil mein Hirn so angestrengt irgendwie am Losen ist. So, okay, und was haben wir noch nicht fertig? Okay. Aber wie machst du es denn mit Showschreiben und Podcast? Ist nicht eine Ablenkung oder ist eine gute Ablenkung? Ja, es ist schon etwas anderes. Also, der Podcast braucht nicht viel vom Kreativhirn. Okay. Ja, aber trotzdem. Irgendwie. Viel stressiger ist gesehen, wo wir eben zusammen in LA sind und ich habe noch jede Woche von Mutzenbacher müssen machen, die Webshow. Okay, ja, wo nein, effektiv immer Jokes geschrieben hast zu wochenaktuellem Zeugs. Okay, lustig, weil bei mir ist es so, wenn ich mich aus dieser Atmosphäre rausnehme, vom kreativen Atmosphäre und mache irgendetwas anderes, entweder ist es bewusst zur Ablenkung, aber wenn nicht, dann habe ich so eine innere Unruhe, weil ich das Gefühl habe, ich habe etwas nicht beendet. Was in meinem Kopf drin. Yeah. Das heisst, ich bin schon irgendwo dort, so am Tisch, am Essen, aber gleichzeitig bin ich am überlegen, was habe ich jetzt nicht zu Ende gekriegt. Du kannst mich nicht brauchen. Also bei mir kannst du mich nicht brauchen. Ja, so einen leeren Blick, hat der Tim gesagt. So, ich hocke dort, ich höre dazu, aber du merkst, im Kopf bin ich gar nicht dort. Ich bin einfach so, Und das ist einfach irgendetwas sagen. Das habe ich seit 5 Minuten. Gut, ich habe es nicht gemerkt, sorry. Gell? Also. Sondern innerlich habe ich jetzt mega Stress und denke so, was mache ich im neuen Programm? Nein, das packst du mal. Vor all diesen Leuten, die kann Stand-up schreiben. Das bist du. Du hast eh schon die Themen. Nimm ich an. Ja. Oder mehr oder weniger? Ja, ja. Ja. Okay. Merkst du, wie hoch meine Stimme ist? Ja, ja. Aber dafür gehen wir ja Comedy Camp wieder. Ja, mal schauen, wenn wir es schaffen. Ja. Hoffe ich. Wir Daten finden, wir einen Ort finden. Ja. Aber war geil. Ja. War richtig geil. Nochmal so eine berüchtigte Camp, wo wir können sagen, ja, wir gehen schreiben und die ersten 3 Tage machen wir nichts. Also, das erste ist sehr, aber dort bin ich eben zum Beispiel gerade kurz vor der Premiere gesehen vom letzten Programm. Ja, und dort, ich für mich habe es können nutzen. Ich für mich habe das Gefühl gehabt, ich habe sehr viel aus dem Camp gemacht. Ja, ja, sehr viel können nutzen. Das zweite, im Nachhinein, ja. Das zweite habe ich das Gefühl gehabt, ist nicht so viel. Ich habe nur Filme geschaut und der Frank zugeschaut, wie er Sport gemacht hat. Oh mein Gott. Und der Gärtner einfach gekommen ist. Er macht den Hampelmann auf den Meter neben der Radrand mit dem Rasenmäher. Oh, ist das geil gewesen? Und dann steht er so auf und dann tut der Gärtner so, als würde ich ihn nicht sehen. Ja genau, nein, der zweite habe ich nicht so... Aber wir sind mehr als nur 2 Mal. Nein, sind die 2 Mal gesehen. Und das andere Mal sind wir halt einfach wir zwei in den USA gesehen. Ja, genau, ja. Und bei dir zu Hause?
Ja, bei mir da haben wir auch schon gesehen. Aber was haben wir gemacht? Ja, geschrieben. Aha, ja, bis am Nachmittag. Ja, ja, ja. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist schon etwas anderes. Nein, die Camps sind schon geil. Ja. Ich muss sagen. Obwohl, wenn du sagst, 4 Comedians, immer noch aus, 2 Wochen, keiner denkt, das wird produktiv. So. Ja. Keiner denkt das. Und das Management so, ja, sind da am Schreiben? Ah, ja, 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 sind da am Schreiben? Ich komme in der Sauna, oh. Aber das hilft auch, das hilft auch. Der kreative Prozess, Leute verstehen es nicht, es ist ein kreativer Prozess. Aber es ist ohne Scheiß, wenn ich mal einen Tag nichts Spezifisches zu tun habe, dann merke ich, wie hure viel passiert. Wenn ich wirklich einfach kann sagen, ja, hey, ich penne, ja, es ist mir nicht langweilig, aber ich penne oft aus und dann höre ich mal ein bisschen Musik und dann gehe ich spazieren und dann mache ich mal Kaffee und das ist sehr selten. Okay. Aber wenn dort nichts irgendwie mein Prozess, der nicht bewusst ist, sondern einfach, was ich Bock habe, wenn dort nichts der Prozess unterbricht, dann kommen Ideen. Massive Ideen. Bei mir ist es langweilig und duschen oder aus WC. Du bist sicher nicht die einzige Person, die das hat. Yeah. Warum, weiß ich nicht. Es ist so ein Phänomen. Eigentlich so müsste so ein Mind-Reset. Ja, ich müsste das eigentlich googlen und dann schauen, was das Gefühl mit Wasser und im Kopf macht. Mhm. Dass du einfach dort am kreativsten bist. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, die beste Idee kommt mir unter der Dusche. Mhm. Wo nicht so ökologisch ist für den Planeten. Verschwimm einfach. Ja, du musst nur eine Zeit lang in der Dusche sein, bis du kreativ bist. 7 Minuten. Aber 7 Minuten ist verdammt viel. Gut, ich weiss mal, wo du deutlich länger als 7 Minuten duscht hast. Oh, ja! Gut. In den USA. Ja, ich weiss. Wie ein Vater. Ich komme aus der Dusche. Du duschst mega lang. Hey, schau, wie viel Dampf, Wasser. Du weißt schon, dass in L.A. sind Wasserprobleme. Dude, the fuck. So hässig bin ich nicht. Doch, du hast mir nur 2 gestritten. Aber mit dem Salz. Das weiss ich nicht. Was mit dem Salz? Ich glaube, am ersten Tag. Ja, Salz. Du erzählst dich doch ein schrecklicher Mensch. Nein, ich glaube, ich bin so wichtig, dass es dann nicht egal ist, was ich zu mir nehme. Weil ich mache so Salz, ich glaube zweimal so. Du gerade neben dran. Du hast schon viel Salz. Weißt du, was Salz mit dem Körper macht? So. Du! Okay, ja, ich habe keinen Salz. Gut, ich glaube, es ist etwas, was ich gekocht habe und ich habe, glaube schon viel zu viel Salz drin. Also. Deswegen! Wahrscheinlich, ja. Du machst Sinn. Nein, mir nimmt schon Wunder, warum man kreativ ist an diesen Orten, weil es so schräg ist. Weil duschen und aus WC sitzen ist halt nicht. Vielleicht kann man es mal googlen. Ist nicht das Gleiche. Oder? Ob es eine Korrelation gibt zwischen Kreativität und. Was macht es mit dem WC Gehen? Oder Dusche? Weil du sitzt einfach dort. Das andere ist Wasser, das tätscht. Und ich finde eh, wenn man Wasser hört, das Rauschen, das beruhigt. Ah, mega. Ja, aber aufs WC sitzen und blub. Und dann plötzlich, finde ich schon einfach weird. Gut, ich fahre dann Formel 1 Rennen, darum kommt man dort nicht so viel. Aber bist du der, wo vom Handy... Nein, ich habe aufgehört damit. Ich mach's ab und zu. Nein, du bist mega. Ah, Achtung, darum kommen dir beim Duschen die besten Ideen. Okay. Oh, warte, die Kamera ist im Weg. Schon der Mathematiker Archimedes irgendetwas? Ja. So der Anekdote nach seiner größten. Danke für mal. Ja, das ist super. Gehen wir jetzt haben. Irgendjemand wird wahrscheinlich stehen, warum, oder? Ja, genau, wird gerade stehen, warum. Warum? Das Duschen eine ideale Aufgabe für unser Gehirn darstellt, mit der es einigermaßen beschäftigt ist. Schließlich muss man sich einseifen, rasieren oder was man eben sonst. Gleichzeitig ist man so entspannt, dass die Gedanken schlichtweg wandern können. Okay, also irgendwie die Hirni ist so 20% beschäftigt. Beschäftigt, ja. Und durch das kannst du... Darum habe ich zum Beispiel während dem Autofahren habe ich auch viele Ideen. Das stimmt.
Wenn du auf der Autobahn ja. bist. Nicht, genau. nicht in der Stadt, nein, sondern nein, wirklich auf der Autobahn. Ja, dort habe ich auch die meiste Ideen. Lang, grad. Ja. Und du bist wirklich hauptsächlich damit beschäftigt, jetzt nicht komplett nach links einzuschlagen. Ja, genau. Und ab und zu mal Blinker rechts und links, wieder ja. Blinker links und so. In dem Fall ist es die Verteilung von der Kernaktivitäten, wenn du nur 20% vom Kern brauchst. Ja. Yeah. Der Rest dann wandert. Das ist ja auch schräg, dann könntest du es ja bei allem machen. Ja, also ich habe gute Ideen, wenn ich eine Algebra-Aufgabe löse. Auch so wenig Kern dann. Was ja auch schräg ist, ist Feuer. Ich bin auch so mit Feuer. Wenn ich Feuer sehe brennen, ich stehe yeah. einfach drauf und ich wandere. Ja. Weg im Kopf, bin einfach dort so. Sofort muss man ja meditieren, mit einer kleinen Flamme. Ah ja. Also irgendeine Kerze oder so, ja. Und du probierst dich wirklich nur auf das Flammen zu konzentrieren. Ja. Oh, I don't know, makes sense aber. Ja. Yeah. I'm learning things here. Okay. Musst gar nicht so Dokus schauen, weißt du? Ja, einfach, nein, ich muss einfach ins Podcast kommen, weißt du, wie ich meine? Wo irgendwelche Halbworte unterballern werden. Nein, ja, voll, dann fahre ich Zeug von Married at First Sight. Ja, die wirklich wichtigen Sachen vom Leben. Geistreich, sehr geil. Genau, vielleicht nennen wir da irgendwann um. Es ist nicht mehr viel gut, sondern es ist wirklich geistreich. Geistreich. Geistreich, der Podcast. Macht so bing, bing. Ist es wahr oder nicht wahr? Hat Joel heute etwas gelernt? Oder eben nicht? Geistreich, das Fassbare. Das Fassbare. Oh mein Gott. Es ist schon hure krass, was für Sendungen uns hat können packen. Zum Beispiel, ich bin ja eben der riesen Dave Chappelle-Fan. Mhm. Und vor 2-3 Monaten, also das hat mich wirklich gepackt, das hat meine Kindheit oder als Teenie verändert. Ja. Yeah. Also, wie ich die Welt gesehen habe, Witze, Sachen, die ich okay gefunden mhm. habe. Und jetzt, vor ein paar Monaten geschaut, ich bin geschockt. Mhm. Aber ich dachte, das habe ich früher lustig gefunden. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. So, yo, das ist like... Also, wenn ich über gewisse Sachen in der Öffentlichkeit dann nicht gelacht kann, heute, yeah. vergiss es. Ja. Yeah. Ich wäre meinen Job los. Wirklich. Aber alle haben mitgemacht. Das ist schon schräg dran. Es ist irgendwie. Ja. Einfach schräg, dass man so eine Sendung. Zum Beispiel, überleg mal, er redet Living Life. In den USA stimmt, haben sie so eine Serie gehabt, wo ich auch bad shit crazy gefunden habe. Es ist auf eine Art wie Big Brother gewesen. Mhm. Gewisse Leute treffen sich. Oder Rappers treffen sich in einer WG mhm. und dann müssen sie ja Lieder schreiben mhm. und all das Zeug miteinander wohnen. Mhm. Weißt du, Leute mit irgendwelchen Rucksäcken, ein paar aus dem tiefsten Ghetto, mhm. Leute, die normal sind, du tust die alle in einen Raum rein. Mhm. Eskalation pur. Und weißt du, die Sendung war eigentlich okay gewesen, aber Dave Chappelle hat es genommen und dreht es um und tut 4-5 schwarze Leute in der Wohnung und ein Weisse. Nein, sorry, ich bin gestorben von Lachen früher. Mhm. Du siehst irgendwie, wie der eine reinläuft, er kommt mit seiner Freundin und irgendwie siehst so muskulöse schwarze Leute, die zu ihr gehen und finden so, hey Baby, wie geht's dir? Und sie gerade, ja, ich komme, ich kann nicht schnell helfen in der Küche. Und dann läuft ein anderer Schwarzer vorbei, sagt er etwas mega Dummes, sagt einer so, die kommen ja nicht. Und dann so, oh! Und dann läuft irgendein random Dude vorbei, sticht ihn runter und gibt das Messer in den anderen. Und du denkst, we fucking saw you! Und er endet am Sterben. Oh! Dann kommt er aus dem Spital, liegt im Bett. Und ich schaue nebenan, da, und irgendwann schaut er rüber und es ist seine Freundin mit dem anderen. Oh mein Gott. Der sagt so, hey, könnt ihr das nicht irgendwo anders machen? Der sagt der andere, hey, shut the fuck up, stört mich nicht, Mann. Ich bin gerade etwas am Machen. Und der sagt, es ist schon easy, wenn ihr das macht, aber muss der andere da drin sein und filmen? Das ist die Kamera dreht, der andere ist schon filmen. Und er so, yo, mind your own business. Wo dann habe ich es mega lustig gefunden. So, heute, wenn ich es schaue, denke ich, what the fuck is this shit? Nein, ist crazy. Ich glaube, wenn man es eben im Kontext von einem Zeitdokument sieht. Ja, dann ist es okay. Ja, dann verstehst du es. Ja. Aber es gibt sehr viele Sachen, die einfach nach heutigen Standards, wo ich gut finde, nicht mehr funktionieren. Wo wirklich.
Irgendwann haben wir Airplane geschaut. Was ist Airplane? Airplane wird auf Deutsch geheißen. Irgendwie die Reise in einem verrückten Flugzeug oder so. Okay. So, weißt du, ein bisschen wie Naked Gun. Ja. Oft so absurde Komödie von den gleichen Machern. Ja, okay. Und Leslie Nielsen ist auch dabei, okay. Und so. Und irgendwie geht es darum, das Flugzeug stürzt ab. So, oder? Okay. Und es hat wirklich sehr dort, genau das ist das Bild. Okay, ja, okay. Zeig dir mal das Poster, wo ist das? Da, genau. Und es hat oft sicher so 20 Minuten Comedy-Szene, wo du sagst, geht nicht mehr. Okay. Damn. Und das ist 1980. 1980, so. Okay, gut. Oh. Ja, eben. Und dann merkst du aber so in der unmittelbaren Vergangenheit, irgendwie kürzlich mit irgendjemandem da davor gehabt, habe ich irgendeine Wiederholung gesehen von Joko und Klaas aus dem 2015. Ja. Und da hast du wirklich erst so gemerkt, schon nur irgendwie die Jokes, die sie dort haben und so. Ja, genau, gesagt, ja. Ja, aber die gibt es wirklich Sendungen, die dann nicht okay gewesen sind, die heute immer noch nicht okay sind. Ja, das auch, ja. Ja, wild, jung und sexy, das finde ich etwas vom... Das kommt ja wieder, oder ist jetzt wieder gekommen? Dämlich, das ist wieder gekommen? Ja. Ja, so etwas dämlich. Oh mein Gott. Ich verstand das nicht. Also, was für Leute gehen in so eine Sendung und finden, ja, ich glaube... Aber dort habe ich das auch das lustigste ever gefunden. Wirklich? Oh mein Gott. Jung, wild, sexy, hast du geschaut? Ja, wir gehen in den Ausgang, ja. Wer macht um? Du bist so eine Bitch. Sie hat mit allen Ohren... Doch, Refilled heißt. Ja, oh fuck, Mann. Oh mein Gott. Und die Leute, hey, nein. Wow. Ist es auf Netflix? Nein, ist auf dem... Aha, okay. Wie heißt das? OnePlus. OnePlus. Nein, ja, Netflix hat ja... wie heißt das? Das ist auch so damn... Die eine Sendung haben sie auch gehabt, wo ich auch extrem dämlich gefunden kann. wo irgendwelche Leute... Gehen auf eine Insel, um einander kennenlernen. Und sie dürfen nicht miteinander bumsen. Ja, genau. Too hot to handle. Das ist so yeah. Das, aber das zum Beispiel habe ich eine halbe Staffel geschaut und nein. Nein, und dann taucht immer diese Leute ihre Exen auf. Ah ja, das kommt auch noch. Das ist irgendwie Ex on the Beach. Und ja, irgendwie so. Ex on the Beach. Das ist wirklich... Das ist auch so... Nein, darum Married at First Sight ist... Das ist wirklich... Und vor allem wenn der... Look at these sexy motherfuckers! Look at him! es hat dort mehr Botox. Oh mein Gott, das ist eine Botox-Party. Bei Married at First Sight hilft es auch, wenn man in einer gesunden Beziehung ist. Hilft es auch, weil du kannst dann das so schauen und kannst sagen, ich bin so froh. Ich bin so froh, ist bei uns nicht so. Ja, also schlimm ist, wenn du es schaust und du fährst parallel auf dem Berg zwischen dir und die Schatz bist so, oh damn. So, maybe, vielleicht sollte ich Sachen überdenken. No, dämlich ist Jersey Show. Das habe ich natürlich auch geliebt. Was? Das ist Jersey Show geschaut? Auch so eine Staffel oder so, großartig gefunden. Fuck, Gott, nein. Aber. Glaubt ihr, dass der Typ hat Jersey Show geschaut? Gehört ihr das? Hey. Jersey Show? Okay. Ich habe viel geschaut. Ich habe viel geschaut im Fall. Ja, sicher noch Köln. Wie heißt das? Köln? Nein. Okay. Wie heißt okay, das? Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen. Also, Berlin Tag und Nacht. Berlin und Tag. Köln. Nein. Wie heißt das? Köln 90 irgendetwas. Ja, genau. Okay, da hat es Grenzen. Dort hat es Grenzen. Ja. Finde ich geil, dass das die Grenze ist. Ja, okay. Aber früher, das Talkshows habe ich natürlich geliebt. Ja, weißt du, wie Jerry Springfield habe ich. Springer, Jerry Springer. Jerry Springer, das ist vom dämlichsten. Einfach pure Gewalt im Fernsehen. Das ist auch. Kamori habe ich lieber gehabt. You are. Not the father! Oh! Who does that? Nein. Da könnt ihr fast nur die Amis. Gehst du in eine Sendung, um zu beweisen, ob jemand der Vater ist oder nicht. Nein. Stell dir das vor in der Schweiz. Ja, wir haben uns im Ausgang getroffen und. Dann haben wir Bums, so 9 Monate später bin und ich schwanger gewesen, ja. Und ich kann jetzt da verkünden, der Remo ist nicht der Vater.
das ist der Alex. Und dann schwätzt das Publikum, oh! Sein Bruder, ah! Er hat Sex mit Erika gleiche Nacht, nachdem dass er gegangen ist. Ja. Im Fricktal vielleicht. Im Fricktal, ja. Nein, ab und zu. Wer weiß. Ich hätte mir ein CSI Helvetia gewünscht. Ja, ja, ein Bit gesehen von dir. Ja, genau, ja, genau. Nein, ein CSI Helvetia hätte mir wirklich gewünscht. Tatort ist cool gewesen. Ja. Aber nicht so mein, aber so ein CSI Schweiz wäre geil gewesen. Weißt, eben aus dem Wallis. Ich schwöre, jetzt geschaut hat. Ja gut, Chuko. Ja gut, ja, ja stimmt. Ja stimmt, nein. Das habe ich noch nicht geschaut zum Beispiel. Wirklich? Nein, Chuko habe ich noch nicht geschaut. Sehr lustig. Muss ich schauen. Sehr lustig. Und wie viele? 2 Staffeln, gell? Mhm. 8 Folgen. Ich weiß nicht, wie viel. Haben dir Chuko geschaut? Ja, Chuko geschaut? Teilweise, ja. Teilweise. Sehr gut. Du hast geschaut? Mhm. Okay. Yeah. Gut, dann muss ich das schauen. Okay. Gut. Ja, es gibt schon gutes Zeugs in der Schweiz. Abgesehen von Joker, was hat es noch in der Schweiz? Weiß ich es eben nicht. Also was ich halt noch nicht geschaut habe, ist so, wie jetzt geheißen, Wilder und Frieden, aber die sind auch gut. Was ist das? Wilder und Frieden? Ah, Boxing Highlights. Wilder, ja, der Wilder. Ja, ja, genau. Da, Wilder. Das sieht auch gut gesehen. Das ist ein Schwein. Und zum Beispiel, was ich natürlich. Wurde das? Switzerland and First Look? Ich glaube, das ist jetzt auf Netflix, oder? Wilder ist auf Netflix. Ah, das ist vom Steini. Nicht vom Steini? Nein. Der ist jetzt aber gerade zu Schatten. Der ist am Boden neben dem Marmont gelegen. Voll mit, ja, natürlich, Blut. Mit dem Hammer haben wir ihn gekillt. Wir haben ihn. Ja, ja. Und was ich damals natürlich super lustig gefunden habe, ist das vom Gabriel gesehen. Güssel, die Abfalldetektive. Was? Oh, es ist so Office-mäßig gesehen, so Mockumentary. Ah, geil. Dort hat er den Schnauz gehabt und es ist eben so Güssel-Detektiv. Weißt, sie gehen, also Güssel-Kübel? Ja, sie gehen Abfall... untersuchen? Ja. Durchforsten, okay. Ja, um irgendwie eben... Informationen... Zeugs rauszufinden. Ja, und irgendwie, weißt du, jemand... fälschlicherweise Pet in Abfall geschmissen hat. Weißt du so, oder? Und dann nimmt sie den Job mega ernst. Bützli, yeah, as fuck! Das ist recht lustig gewesen. Ich würde es mir vorstellen. Okay. Ich habe mega viel Schweizer Zeug verpasst. Muss ich sagen. Ja. Yeah. Aber ich finde, eben, ja, Joker finde ich jetzt... Ah, das ist es. Ja, ah, zeig mal, zeig mal. Lüge da. Ah, schau den Vetter in der Mitte. Schau mit dem Schatz. Okay. Das ist recht geil gewesen, aber das ist jetzt sicher 10 Jahre her. Ah, so lang? Mhm. Gut, das war ein Dicker gewesen. Oh nein, okay. Ja, wir müssen unbedingt so eine Schweizer Serie machen. Das wäre geil. Ja, es ist immer ein bisschen Finanzfrage. Ja. Jetzt mit den neuen Gesetz muss ja... Es sollte irgendwie etwas möglich sein, ja. Aber, ja. Aber ich finde, für das muss man dann sich auch wirklich Zeit machen. Das ist immer ein bisschen das Problem, oder? Ich glaube... Wenn du eben so im Solo... Ich fände das so ein Reality, Real-Life-Comedian. Weil wir haben ja immer gesagt, das, was wir Backstage machen und sagen, wenn die Leute das würden sehen, ich glaube, zum Teil ist es schon... nicht so unterhaltsam wie das, was Backstage eigentlich passiert. Ja, darum habe ich angefangen mit diesen Vlogs. Ah ja, das ist gut. Ja, Mann. Ja. Das ist geil, dann siehst du einfach, was Backstage macht. Gut. Gewisse Sachen schneidest du eh raus. Ja, aber zum Beispiel, der eine, der erste Auftritt nach dem zweiten Lockdown, glaube ich. Ja. Rampensau, Winterthur. Ja. Und da habe ich Vlog gemacht und der Schluss vom Vlog ist eigentlich einfach ein Zusammenschnitt, wie der Sven, du, der Sepp und ich einfach zusammen am Tisch sitzen und Bullshit schwätzen. Und ich habe sicher 4-5 Minuten von dem habe ich einfach noch. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, dass wir... Doch, ja, wo wir es irgendwie von American Wrestling haben und irgendwie, was der Sven erzählt, irgendwie, wenn er so Fan ist vom einen, irgendwie der Milk...
The Milkman oder irgend so etwas. Ja! Einfach so Bullshit, oder? Das stimmt, der Milkman. Ich weiß nicht, ob er so heisst, aber auch Kunden irgendwie spritzt alle mit Milch ab. Ich war begeistert von dem scheißen Scheck und bin zu Sturm gewesen. Sven, hör auf! Nein, das ist wahnsinnig geil, oder? Wahnsinnig schlecht Schauspiel, aber weißt du, sie ziehen es durch. Und ich meine, von einer Tour, oder besser gesagt, von einer Spielsaison, gibt es ja Stunden von Rohmaterial. Ja. Aber es ist auch dort eine Frage vom Geld. Ja, stimmt. Und? damit ich das kriege, müsste ich sehr viel Geld zahlen. Ja. Ja. Aber das ist die Idee gewesen. Das war damals die Idee, dass man backstage einfach gesagt hat, einfach die Kamera laufen lassen. Aber ich weiß aber nicht, wie gut die Idee ist. Einfach, dass man es mal hat. Ich weiß schon, aber du weißt schon, was wir alles backstage schwätzen. Jo, es wird ja schon kontrolliert. Nein, aber das habe ich so schön gefunden darum habe ich eigentlich die Idee gehabt. Bei der Doku über den Gary Shandling, wo der Aramis dir einmal geschickt hat. Ja. Dort gibt es ja Aufnahmen, wie einfach eine normale Mixed Show in den 80ern in L.A., ich glaube im Improv oder so. Ja. Seinfeld, Chris Rock, Gary Shandling und Kevin Nealon treten alle zusammen an einem oben auf. Oh, shit. Und es gibt einfach Aufnahmen, wie sie backstage sind. Und du bist so krass. Weißt du, so die fucking Superstars. Ja, heute und damals. Ja. Und eine Szene, die ist so geil, ist wie der Chris Rock ist auf der Bühne und macht ein Bit und der Gary Shandling schaut auf den Bildschirm zu und hat das Bit noch nie gesehen. Aber sein Comedy-Hirn ist so gut, er checkt, was die Punchline wird sein und schwätzt sie quasi gleichzeitig mit dem Chris Rock. Wow! Aber mit einer Bewunderung. Also, wow, this is so good, weißt du? Oh, wow, okay. Und dort habe ich dann so die Idee gehabt und ich weiß nicht, ich habe gesagt, wenn der Charlie dann ein fucking Superstar ist, gibt es Aufnahmen, wie wir irgendwie alle backstage sind, in fucking Langenthal. Einfach zum einen Ort nennen, jetzt nicht spezifisch, aber weißt du einfach. Und du bist irgendwie etwas Neues am, bin mir nicht sicher, ob das funktionieren wird und so, oder? Und ich habe so gesagt, mein Ziel war, so in 20 Jahren, dass wir zurückschauen. Gibt's mal vielleicht ein Doku, wie es mal der Bericht gegeben hat, wie die Schweiz lustig wurde. Hat doch mal irgendeinen mega Zeitungsartikel gegeben, oder? Ja. Wo wirklich so, der hat so ein bisschen einen Stempel gesetzt, so von wegen, jetzt ist ein Comedy-Boom da, oder? Ja. Und dann habe ich so gedacht, irgendwie so, keine Ahnung, in 20 Jahren, weißt du auch nicht, 20. Aber die Leute zurück, so, das ist so. Im Jahr 2035 gibt es ein Doku, wie Comedy in der Schweiz explodiert hat, weißt du, irgendwie so. Ja. Und dann hast du eben Aufnahmen von damals und eben mein Ziel war, dass man das ja jede Saison macht und einfach immer wieder mitfilmt, oder? Ja, und dann kannst du irgendwann, eben, wie sonst, hast du dann noch Aufnahmen von dieser Zeit, das Auftritt, okay, aber du siehst nicht backstage, nein. Das ist eine gute Idee, okay. Ja, und darum jetzt mit dem Vlog sind ich so ein bisschen, okay. Aber es ist schon etwas anderes. Also ich habe Angst, dass irgendjemand von uns wird könnt. Nein, aber ich meine, jetzt wirklich ehrlich. Habe ich nicht das Gefühl, dass irgendetwas incriminating war. Ja, vor allem, ich glaube, wir können die Leute nicht schockieren, wenn sie denken, so, oh, was hat er jetzt gesagt? Yeah. You knew who we were. Also es ist nicht, wie wenn wir versteckt haben, was für Menschen wir sind. Nein, und ich meine, wie viele Stunden von diesem Pod gibt es jetzt schon? Ja, genau, stimmt, ja. Das stimmt. Ja, eben. Nein, da hatte ich keine Sorge. Okay. Aber eben, das Material gibt es nicht. Ja, also es gibt schon. Ja. Yeah. Aber irgendjemand will es nicht geben. Aber nicht bei mir. Ja, du weißt, wer du bist. You know what you did. You know. Ich hoff, du siehst das. Ich glaube nicht. Ich schneide genau das aus und poste das. Und markiere. You know what you did. Eben, es ist nicht verloren. Vielleicht irgendwann. Stell irgendwie. Dir vor, der hat es immer noch. Oder? Ja, hoffentlich. Einfach in den Schrank, einfach zum dich aufregen. Ja, hoffentlich. Ja, ich hoffe es auch, dass es noch hat. Aber ich glaube es nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Falls es noch geht, wer weiß, irgendwann, irgendwie. Mich nimmt so Wunder, was wir dort geredet haben, gell? Super, so wahrscheinlich super anstrengend, weißt, so stundenlang einfach so Backstage gelabert durchzuschauen. So. Aber. Aber was richtig nice war, ist, wo wir jetzt zusammen in Glarus auftreten sind. Hä? Überlegst du jetzt gerade? Ohne ja. Scheiß. Glarus? Glarus? Hollenstein? Ich lasse ihn jetzt. Also, nein, ich habe kein Gedächtnis. Ja, ich lasse ihn jetzt. Gib mir einen Tipp. Warte, wann ist das letzte Mal? Ich habe es im Kopf, es liegt mir auf der Zunge. Aber ich bin so müde. Das sind Anzeichen von einem müden Vater. Oder frühe Demenz. Nein, von dem habe ich wirklich Angst, wenn ich den Bruce Willis gesehen habe. Ich denke, weißt du, wie hart, also weißt, für so ein Leben wie der und dann gegen Andy, that? Ja. Wow, das, oh nein. Jetzt nein, will. Ja, Angst vor dem. Und jetzt eben, wenn ich eben mich an Sachen nicht kann erinnern. Also Glarus. Also gib mir einen Tipp, was ist in Glarus passiert? Ja, in Glarus ist eine Show gesehen. Ich weiß, aber was ist in der Show gesehen? Eben, aber kannst du dich erinnern, dass wir in dieser Show gesehen sind? Nein! Aha, okay. Wir sind zuerst Pizza essen. Jetzt Glarus, ja stimmt, wo ich irgendeinen Witz nicht machen wollte. Jeder soll machen und sagen, wie nennt man einen schwulen Club im Glarus? Martinsloch. Oh mein Gott. Ah ja, stimmt. Ah ja, jetzt kann ich mich erinnern. Der war's. Aber was ich dort nice gefunden habe, ist, das zum ersten Mal seit Ewigkeiten, dass wir wieder zusammen eine Mixshow gespielt haben. Das stimmt, ja. Und wir haben beide nachher haben wir's davon gehabt, dass wir so mega Flashbacks gehabt haben zu. Ja. Ja. Zu früher. Zu früher. Und ich habe mich auch auf der Bühne ich mich gefühlt wie früher. Ja. Das ist wirklich geil gewesen, so mit so einer. So eine abgefuckte Ohren. Mit so einer Achtlosigkeit im positiven Sinn. Ja. Wirklich so. Einfach rausgegangen und das Gefühl gehabt, ey, wenn es funktioniert, ist gut. Genau. Wenn nicht, dann nicht. Und das macht mega nicht. Viel aus. Und das ist nice gewesen. Ja, weil danach haben wir es davon gehabt, wie früher eben, sind wir auch an so komischen Ort gewesen. Und dann hat es Beschwerden gegeben, die Comedians haben jetzt viel Witz gemacht über. Über die Logos. Über die Logos und Locations. Also, nein, der hat eine Comedy-Show gebucht. Was hat er erwartet? Wir müssen schon sagen, dass du mega mutig bist. Ich weiß nicht. Was mich immer gefreut hat, zuerst haben sie immer das Gefühl gehabt, du bist gesehen. Ich bin immer so fein rausgesehen. Du hast immer einen Zusammenschiss gekriegt. Wir müssen nur zum Morgen erklären, was die Joyliebe gemacht hat. Und das liebe ich. An den Mix-Shows war immer so gewesen, dass wir angekommen sind, Amix, wir sind damals an die schrägsten Orte gegangen. Und dann hat keiner etwas gesagt, was anstand, außer der Joel. Wir hatten Schuss gehabt. Okay, wirklich am Arsch der Welt mit irgendwelchen schrägen, gefakten Palmen oder mit irgendwelchen grusigen Logos. Und der Joel läuft dann rein und sagt: Ja, heute zusammen. Geil, ich habe nie im Leben gedacht, ich würde eine Show haben. Dann haben wir ein Logo, das aussieht, das hat eine Grossmutter das auf. Word 98 eintippt. So. Weißt du, es von einem Format war Ariel? Und er hat so lange beleidigt und mir hat so gelacht. Und am nächsten Morgen bekomme ich ein Mail über. Ja, der Veranstalter fand es nicht so lustig, dass ihr das Logo fertig gemacht habt. So, hä, was? Ich bin neben der Bühne gestanden und habe gar nicht gemacht. Oh nein, das ist schon geile Zeit. Nein, das hätte man das gefilmt, das wäre geil gewesen. Richtig geil. Eben drum, dann habe ich gedacht, irgendwie, das müssen wir wieder einführen. Ja, nein, das wäre geil gewesen, hätte man die Aufnahme gehabt. Leck, ist das, nein. Der andere läuft raus, ja. Ja, schon immer träumt da. Neben Plastikpalmen und. Ja, nicht vor allem Plastikstein. Ja, Plastikstein. Nein, wenn du als Comedian irgendwo auftrittst, wo es Fake-Palmen gibt, dann weißt du. No, something's wrong. Dann weißt du. Something's wrong. Ja. Und vor allem, wenn du irgendwann das Gefühl hast,
Das ist noch geil. Irgendwann hast du das Gefühl, ich habe das Gefühl, die Leute sind nicht da für Comedy. Nein. Du denkst so, wieso sind die nicht da für Comedy? Und eine Sekunde, nachdem die Comedy-Show fertig ist, sind alle am Paar tanzen. Die haben alle gewartet, nur damit sie eine Salsa tanzen können. Dann hast du gewusst, drum. Es ist einfach, die sind einfach schon da gewesen, damit sie den besten Platz auf der Tanzfläche haben. Und haben noch eine Comedy-Show erduldet. Aber das ist, ich meine, wir machen jetzt 10 Jahre Comedy und das, was ich auch gemerkt habe, trotz allem, ich habe alles mega genossen, aber in gewissen Situationen gehst du davon aus, das wird immer so sein und du musst eigentlich viel mehr in dem Moment schon geniessen, ich meine eben auch die Mixed Tour, die wir gemacht haben, wir haben insgesamt 3 gemacht und da hast du eben jedes Jahr das Gefühl gehabt, nächstes Jahr ist wieder eine. Und du nimmst das so als normal an. Nachträglich denke ich so, zum Glück haben wir es so lustig gehabt und haben es so genossen. Da bin nachher ist es ein... Weil eben auf einmal ist es wieder weg, oder? Ja. Und mit der Zeit haben wir Böxli mitgenommen und Backstage immer noch Musik gelost. Das stimmt. Und jetzt einfach, und oft immer in welchen komischen Restaurant zu Nacht gegessen und der Bendrit ist immer zu spät gekommen. Und hey Bendrit, Mann, wo bist du? Einen Sack McDonalds mitgenommen. Ja, dein Bendrit. Nein, Bro, ich muss nichts essen. Ich kann schon dabei. Bro, ich hab... Muss ich Soundcheck machen? Ich habe schon mal dort auftreten, Bro. Soundcheck brauche ich keinen. Ich bin ja schon mal dort gesehen. Nein, Bendrit, du bist um 16 da. Oh, hast du gehört? Der hat Ärger, gell? Was? Nein, sorry, Bendrit, Bro. Alter, was hast du dir überlegt, Mann? Was? Kannst du es auf 20 Minuten suchen? Was? Bendrit wird angezeigt. Nein, wieso? Nein, anscheinend ist er im Tunnel inne. Ich weiß nicht, ob er der Beifahrersitz war oder so. Oder er hat für seinen Kollegen gelenkt, weil er schnell hintergegangen ist. Okay. Etwas geholt oder irgend so etwas. Und dann haben sie das noch aufgeladen. Ich meine, nach all diesen Mal, wo irgendwelche Leute Sachen gemacht haben und dann online gepostet haben, währenddem dass sie Auto fahren, die haben immer Ärger bekommen. Mhm. Wo willst du das machen? Bendrit, Bro, you know better. Come on, man. Was okay. Was? Nein, was? Er hat ein Urteil bekommen! Oh shit! Das Bezirksgericht Dietikon verurteilt Bendrit! Yo, what the fuck? Nein, im Jahr 2016 zu 12 Monaten. Aber wenn ich das. Bedingte Freiheitsstrafe von 100 Franken Tagessätze auf 130. Damn! Das ist von gestern? Ja. Eben! Oh shit! Vom Beifahrersitz aus lenkte er bei 100 km/h ein Auto und filmte sich dabei. Alter! Verstehst du? 100 Tagessätze? Du jetzt so, als hätte ich das noch nicht gewusst. What? 130. Scheiße! Alter! Aber nein, noch nicht scheiße. Sie machen das extra, nur zum den Bendrit, nur zum ein Beispiel aus dem Bendrit zu machen. Ist eine 7 Jahre alte Geschichte, ja. Nein! Doch, 2016 ist es gesehen. 60 ist das? Ja. Aber jetzt ist er verurteilt worden. Aber jetzt ist er verurteilt worden. Like, ja, die Schweizer Justiz braucht schon viel Zeit, gell? Stefan, du weißt jetzt, seit 2017 ich komme drauf für das. Gut, er hätte sparen können. Aber schon hure. Nein, also weißt du, wie ich meine? Du hast gewusst, es kommt. Das Gefängniskonto. Du hast gewusst, einfach so ein Sparkonto eingerichtet, wo du gewusst hast, ich muss den Beziehungsgericht tätigen. Etwas zahlen. Aber das ist schon hure teuer, der Bus. Wenn es nicht bei der CS gemacht hat, oh, Scheiße. Aber der Bus ist schon hure teuer. Ja, also was ist die effektive Bus? Also eben 100, was steht dort? 100 Tagessätze an 130 Franken. 100 Tagessätze an 130 Franken. Mhm. Okay. Für den Bendrit ein Post. 2 höchstens. 2 höchstens. Okay, und 12 Monate? Bedingt. Okay, bedingt. Was heißt bedingt? Das heisst, entweder musst du unter der Woche... Du kannst arbeiten und am Abend gehst du ins Gefängnis.
Nein, das sind Freigänger. Bedingt ist, er darf sich einfach nichts anderes zu Schulden kommen lassen, sonst wird das nachher noch angerechnet. Okay. Mhm. Ah, dann ist es so wie als wärst du die Bewährung, theoretisch. Ja, genau. Okay. Also, wenn du irgendetwas anstellst, dann musst du das machen. Mit Fußfesseln. Mit Fußfesseln? Nein. Das ist schon gut. Nein, sondern einfach, eben, du bist wie vor. Ja, vorgestraft sozusagen, oder? Ja. Ah, das ist ja eine teure Busse. Nein, wirklich, ohne Scheiß, das ist verdammt teuer. 100 mal 130? 10? Ist das kleiner drin? 13. Ja. Ja, 13. Ja. Ich finde schon. Ja. Schon ein bisschen teuer, oder? Ja. Aber es ist halt ein Fahrdelikt. Das ist das stimmt, sehr schnell, sehr teuer. Ja, gut. Wer hat er sich überlegt? Das frage ich mich. Bendrit, Bro. Du hast 20 gesehen. Was hast du dir überlegt mit 20? Ich ist sicher nicht, dass ich während dem Autofahren Zeug poste, die illegal sind. Sicher nicht. Okay, aber zum Beispiel Dings jetzt in der NBA, der Ja Morant. Weiter. Der Ja Morant ist irgendwie in einem Stripclub und hat ein Live-Instagram. Ja, so dumm. Live-Instagram-Video gemacht. NBA, wenn er mit der Knarre irgendwie. So ein dumm. Nein, wirklich. Und das ist halt so, ich glaube, wenn man kurz überlegen würde, wüsste man, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist. So. Aber habe ich mit 20? Nein, mit 20 habe ich das nicht gemacht. 20 habe ich. Gut. Gut. Lassen wir das. Sagen wir so, ich war gut gewesen, in nicht verwünscht werden. Ja. Sagen wir so. Ja, du hast nicht postet. So. Nein, ich habe es nicht postet. Mhm. Sagen wir so. Ich war gut gewesen, nicht verwünscht werden und meine Spuren verwischen. Er hat nichts Schlimmes illegal gemacht. Das klingt mega schlimm jetzt gerade. Bei dem G&G-Ding bin ich gesehen, ich oder du, oder? Ah ja, genau. Und dort so ist ein Vogel gesehen, wer hat irgendwie mehr geklaut. Und dann ist ich gesehen. Ja. Und ich meine, das ist, also ist jetzt für mich nicht so ein mega Geständnis gesehen, sondern ich habe irgendwie so als Teenie habe ich ab und zu irgendwie Scheiß geklaut, oder? Ja, man, wer schon nicht. Und es ist aber lustig, wie hure viele Reaktionen dann auf das gekommen sind. Weißt du, wie so Leute gekommen sind, ich habe gesehen im Fernsehen, früher noch gestohlen. Du bist so... Typisch Leute in der Schweiz. Ja. Das ist ein Mucker gewesen, der Mutzenbecher. Ja, das ist mega heiß. Das ist der Mutzenbecher, der muckt. In Becher rein. In Becher rein. Alle Mütz. Aus dem Kinderspital. Der hat keinen Respekt. What? Oh, wirklich? Das ist nicht so cool. Ja, ohne Scheiß. Hä? Wirklich? Also sind sie nicht, ernst gemeint? Zwei habe ich gemerkt. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Aber sie sind enttäuscht von dir. Ja, ein bisschen so, ja. Dann ist dann, bei G&G fragen sie halt nicht nach. Ja, also weißt du, ich meine, hat sie... Andere Sachen? Ja. So, du weißt nicht mal, was ich geklaut habe. Vielleicht hätte ich nur TikToks geklaut oder so. Was? Auch nein. Ja. Nein. Alles, was kein Biebser kann. Aber ein, den ich kenne, der hat wirklich, der hat mal im einen Denner, wo ich gewohnt habe, hat so die Jumbo-Toblerone gehabt. Ja. Wirklich, weißt du, so 1,5 Meter. Ja. Oder was selber ist, oder? Ich glaube 1 Meter, aber auf so ein Riesending. Mhm. Und da hat es wirklich einfach genommen. Ja, klar. Auf die Schulter. Und ist rausgelaufen. Und ist einfach an der Kasse vorbei rausgelaufen. Und so, schönen Tag. Ja, eins von meinen besten Freunden, du weißt, wer du bist, das sage ich dir aber nicht, ist ein fucking Kleptoman. Seit wir Teenie sind. Mm. Alter, ich habe, weißt du, wenn ich bis dann. Ich habe es mir wirklich überlegt. Psychologisch und all das Zeug. Auch wenn es nur fucking Kaugummi waren am Kiosk, bin ich durchgestanden, habe mit dieser Frau oder Mann geredet, mega nett, Konversation angefangen, während dann meine Hand unten dran mega. Oder ich habe etwas anderes geholt, da, aber die Hand hat das genommen. Nein, die merken das nicht. So. Yeah. Nein, ich bringe euch jetzt nicht gerade wie weggelassen. Aber bei ihm war es. Je dreister das es war, je offensichtlicher, desto einfacher. Also wirklich, Leute hinterfragen nicht, zum Beispiel ein Kollege, der jetzt ein erwachsener Mensch ist, ist an eine Awardshow gegangen, den Award nicht bekommen. Mhm. Und dann neben der Bar haben sie all die Awards gehabt
Und dann sagt er seinem Kollegen, ich schwöre, Claudia wohnt jetzt. So, nein, das kannst du nicht machen. Wie bist du gleich? Ich sagte, ich hole mir Schachtel und klau die einfach. Was wollen sie mir sagen? Oh, du bist scheiße. Hol die Schachtel, stell sie her und die Leute an der Bar. Die Schachtel gehen? Er hat es gefunden, hat gesucht. Der Beste ist gegangen, gesucht. Kommt für ihn, lässt es dort. Und die Leute an der Bar haben gedacht, er ist vom Team. Yeah, yeah. Logisch. Er hat alle eingesagt und ist rausgelaufen mit diesen Worten. Keiner hat ihn aufgehalten. Also bis zu dem heutigen Tag, ich glaube, letztes Jahr hat mir erzählt, wie er in einem Hotel so einen Duft, nicht die Kerze, die Duft. Dinge mit Flüssigkeit und den Stab. Ja, mit den Stab geklaut hat. Aufs WC gegangen! In der Lobby! Kommt raus, sagt seine Freundin, stehen alle draußen, kommt er raus und findet so, hey, schmeckt wohl fein in dem WC rein, Mann. Dann meint seine Freundin, wir können so einen kaufen, gehen wir doch fragen. Und so, also, nein, wir können es auch mitnehmen. Also, weißt du, ich meine so, Alter, nein, hör auf, den Gott da rein. Oh nein. Lauf zur Rezeption und sagt, ich habe etwas vergessen. Habt ihr einen grossen Sack? Sagt sie, oh, selbstverständlich, geht in den Sack. Er geht aus dem WC, sackt es ein, lauft ganz normal raus und sagt noch Tschüss, danke für den Morgen, ade miteinander, sie ade, noch einen schönen Tag und lauf mit dem raus. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen. Also, er hat fast den Namen gesagt. Also, er hat einen PlayStation 2 Logolo. PlayStation 2 in der fucking Schachtel, das weiß ich noch. Wir sind, kann ich, wie alt wir sind. Der ist einfach reingegangen, nimmt es, steht beim Eingang, tut so, als würde er mit uns reden. Ja, eben, ja, genau, denn ich habe noch Controller, warte, was hast du gesagt? Und dann läuft er raus. Sag, oh, weißt du, hast du das gemeint? Ja, von nein, ich gehe nachher. Ja, genau. Die läuft einfach auf uns zu. Und wir so, oh, oh. Und wir hauen ab, weil wir denken, wenn er verwünscht wird. Ja, ja, ja. Das ist einfach rausgelaufen. Mit dem fucking PlayStation 2. Ja, aber je dreister es ist, desto weniger vermutest du es. Ja. Wirklich krass. Aber es muss hure schwierig sein, wenn du nicht willst klauen. Und du klaust. Ja. Yeah. Und das ist schon bei ihm. Ja, ich meine, ich bin mal in Gstaad auf einem WC gesehen und gefunden, oh fuck, schmeckt das gut. Dann habe ich ein Foto gemacht von diesem Duftding und dann habe ich gemerkt, dass es irgendwie bei Office World oder irgendeinem komischen Ort verfügbar ist. Dann habe ich gesehen, dass es 38 Franken kostet. Und dann habe ich es geklaut. Nein. Nein! Und dann habe ich es einfach bestellt. Also weißt du? I swear! Wow. Und zwar das, okay. Wo du das letzte Mal bei mir gepennt hast, hast du gesagt, oh, was schmeckt das? Das ist das gesehen. Ich habe das bestellt. You stole that shit, bro! Nein, ich habe es bestellt. Ich habe es bestellt, yeah. Okay. I swear. Okay. Der Kollege von mir, wenn ich meine Tüsche, Alter, während Covid, Leute er mir ja. Ich sage, hey, Alter, wie geht's? Er ist so gut. Ich habe Impfungen gestohlen. Nein. Er so, gut dir? Ich so, ah, gut. Und er so, nein, ey, nein, Mann. Mir geht's nicht gut, Bro. Ich so, warum? Was hast du gemacht? Er so, hast du nicht gehört, was passiert ist? Ich so, nein, Mann, was hast du gemacht? Er so, hey, nein, Mann, ich bin an einer Party gewesen. Ich so, nein. Ich so, gerade, was hast du geklaut? Er so, sie sagte, ich hab's nicht mal gebraucht. Ich weiß nicht mal, warum ich es geklaut habe. Ich so, was hast du geklaut? Und dann sagte, ich bin an einer Homeparty eingeladen gewesen. Ich so, ja was? Ich so, ich hab's nicht gebraucht. Ich so, was hast du geklaut? Ich bin zum Kühlschrank gegangen. Und sie hat hohe feine Sachen im Kühlschrank gehabt. Und dann denke ich, ich gehe heim, blaze rein und dann habe ich hure geile, und wenn ich den Munchies habe, dann habe ich hure geile Sachen. Ist er durch den ganzen Kühlschrank ausgeräumt? So, nigga, ja, alles ausgeräumt. So, du bist an der Homeparty gegangen, hast du einen Kühlschrank ausgeräumt? So, ich bin mit dem Sack rausgelaufen, hat keiner etwas gesagt. Ich so, what the fuck? So, du hast einfach Sack geholt, hat es raus. Und jetzt kommt das Schlimmste. Jetzt sagt er, und am nächsten Tag läutet es. Die Frau wurde eingeladen gehört, ruft ihn an und informiert ihn, dass sie Covid hat. Und dann kann sie nicht aus dem Haus raus. Und der Kühlschrank ist leer. Ich so, was für ein absoluter asozialer Pisser bist du. Und dann hat er gefunden, also ich kaufe die ein. Und dann ist er mit genau mit der Eingehörigkeit. So. So,
Ich habe fotografisches Gedächtnis. Ja, voll, ich weiß genau. Ich habe genau gewusst, was du brauchst. Da. Ich weiß, dass du Hafermilch hast. Also ich bin mal an einer Homeparty gesehen, da haben sie am nächsten Tag geschrieben, viel schlimmer, was ich gesehen? Ja. Irgendwie ein neues MacBook ist gestohlen worden und irgendetwas haben sie noch zerstört. Weil ich bin an einer Homeparty gesehen und ab dieser Homeparty habe ich eine gute Kollegin verloren, aber nach Jahren wieder zurückbekommen. Okay. Die Geschichte war eigentlich mega herzig. Wir haben zusammen die Lehre gemacht. Mega miteinander gut, wirklich gut ausgekommen. Hast fast können sagen, hätte etwas können, also ist das Wetter, aber es ist nie über das gegangen. Ist auch so wirklich freundschaftlich geblieben. Und dann habe ich Einladung bekommen zu einer Homeparty von ihr. Und dann war sie mit irgendeinem Dude am Schmusen gewesen, so die ganze Zeit. Und ich dachte so, ah ja, okay. Dann irgendwann bin ich und der andere Kollege, der eben kleptoman ist. Die haben nicht mal daran gedacht, dass ich irgendetwas klauen. Erst am nächsten Morgen wache ich auf, wo eigentlich ein geiles Erwachen war, wenn es nicht das war. Ich wache auf und sehe einfach drei Frauen, wie sie mich untersuchen. Also quasi meine Hose so leicht aufmachen und ich schaue auf und denke, jo, was läuft? Dabei sind sie mich am Untersuchen. Ja. Yeah. Und ich stand auf und wirklich wie in einem Film, sie stehen vor mir. Und Manu im Hintergrund mit Tränen in den Augen. Und ich schaue über und sage, was läuft? Sagt sie, ja, sein Handy ist nicht mehr rum. Und ich denke so, und warum sollte ich das nehmen? So, hä, von all diesen Menschen in dem Raum hin? So, ich bin der Letzte. Und dann hat es der andere Kollege vorgenommen, der Kleptoman. Dann habe ich ja von Zittern gedacht, okay, wenn es jemand genommen hat, dann... Und dann ist es mega schlimm, weil ich mit ihr angefangen streiten, weißt du, über die Leute, wie sie, sie hat mir nicht geholfen. Ich denke, du lässt zu, dass Menschen mich untersuchen, in deinem Haus hinein, nach so langer Zeit Freundschaft. Und dann, irgendwann gehe ich dann raus, sind wir dann heim und dann ist rausgekommen, an dem oben, wenn sie geschlafen hat, hat er etwas mit einer anderen gehabt auf dem WC. Oh. Und sein Handy ist aus seiner Tasche rausgefallen in die Wäschdings, in den Wäschkorb. Oh. Und ein paar Jahre später schreibt sie mir eine mega lange Nachricht und sagt, weißt du, bei gewissen Sachen lohnt es sich, auch nach so vielen Jahren, sich zu entschuldigen. Yeah. Hat sie erklärt, dass sie gelähmt war. In dem Moment, sie hat nicht gewusst, was machen. Und danach hat sie sich so geschämt. Und sie hat so Schmerzen gehabt, dass die Freundschaft so vorbei war, dass sie sich nicht mehr getraut hat, mir über den Weg zu laufen. Mm. Aber dann hat sie einen Kollegen von mir gesehen, hat gefragt, wie es mir geht. Und ab dann hat sie plötzlich den Mut gehabt. Und seither sind wir wieder Friends, wo lustig war. That's nice. Und ich bin froh gewesen, dass der andere Kollege das Handy nicht geklaut hat. hat der Klepto-Kollege eine Freundin? Jetzt im Moment? Ja. Yeah. Das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nein, jetzt mal weiß ich nicht. Hat er keiner das Herz gestohlen? Ich schwöre euch. Der hat sich das, währenddem ich die Geschichte erzählt habe, hat er mir nicht zugelassen. Er hat genau den Gag im Kopf gehabt und denkt, ich kill. Nachdem, dass er fertig ist, droppe ich so einen geilen Gag. Ich war gar nicht so gesehen, du hast mich nicht zugelassen. Seit du Kleptoman gesagt hast, habe ich drauf gewartet. Hey, nee, ich hab's genau gewusst. Oh Mann. Aber man braucht so Freunde. Was ich sage. Der ist ein guter Gag. Sehr gut gewesen. Jetzt hat er nicht gestohlen. Also von meiner Seite wird es nicht besser heute. Nein. Hast du noch etwas? Nein, ich wollte sagen, wir können gerade aufhören. Ich glaube, besser wird es nicht. Nein, sehr geil. Aber so es ist wieder mal ein Podcast gesehen mit dir, wie immer. Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie über nichts geredet. Und doch über aber mega viel. Ja, voll. Und es ist eineinhalb Stunden vergangen. Geile Scheiß, Mann. Yeah. Wirklich? Ja. Was? Eineinhalb Stunden. Wow. Hey,
Ja. Einmal mehr, alles Liebe, vielen, vielen Dank. Hey, danke dir. Und I love you, brother. Love you back, bro. Boop. Und bis zum nächsten Mal. Und danke Christoph, danke Sandro. Ja, danke Christoph, danke Sandro. Heute zum ersten Mal. Ja. Oder? Das erste Mal? Ja, zum ersten Mal, ja. Zum ersten Mal, Sandro. Er hat es mega gut gemacht. Geil, sicher. Ja, also wie er dort sitzt, krass. So. Mach's gut. Nein. Ja, das ist gemessen. Ey, schau's an.